Willkommen zurück zu Borderlands 2 und willkommen in Sanctuary. 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 Red mit mir. So. Okay. Das ist jetzt hier diese Mission. Welche Mission? Mit entweder Mordecai oder Moxie. Also das da ist näher. Was ist das? Das ist Mordecai. Juhu. Warum mir einfach was zum... Als Nox starb, lass zu Moxie gehen. Uns Crimson Lance auf Pandora im Stich gelassen. Oder warte, was ist das? Kehre zurück zu Scooter. Lass mal erstmal zu Scooter. Scooter. Vielleicht kriegen wir zur Belohnung ein neues Auto. Ja. Aber ich glaube eher nicht, dass wir noch ein anderes Auto kriegen. Scooty. Ich hab meine süßen Worte mit diesem Echo-Gerät aufgenommen. Such Daisy und spiel es ihr vor. Und du musst unbedingt abwarten, wie sie reagiert und es mir erzählen. Okay? Ja, die Reaktion wird sein, dass wir sie töten müssen, weil sie... Ne? Mhm. Gott, ich will das Gedicht gar nicht hören. Tja. Oh. Yeah. Okay, was bist du? Hier kommt Scooters Gedicht für dich, Daisy. Jetzt geht's los. Ich stehe auf dich, Daisy. Lass mich an dein Otter. Der Bandit durft's ja auch bei dem Roboter. Du bist so heiß. Du bringst mich zum Beben. Du bist wie eine Blume von Gedärmen umgeben. Ich erhäng mich an meinem Grab, nur deinetwegen. Lässt du mich nicht bei dir mein Rohr verlegen? Scheiße. Wow. Ja, mach mal eins. Das ist wirklich, entschuldigst du mich für einen Moment? Danke. Pass auf, die geht sich erschießen. Haha, wusste ich's doch. Und wie fand ich's? Ich glaube, das muss ich persönlich sagen. Alter, die hat sich umgebracht wegen dem sein Gedicht. Wie geil ist das denn? Na? Keine Jobs heute, Mann. Ach so, Belohnung. Ich glaube, der sagt nichts dazu, oder? Ich glaube, das ist auch besser so. Sorry, Mann. Hab nichts für dich. Komm, wir gehen zu Moxie. Die Waffe hier ist besser als die, aber die andere ist lustiger. Ja, die andere ist viel lustiger, dann nehme ich lieber die schwächere, die ist wenigstens lustig. So. Bist du... Der Typ steht in deinem Inventar. Jetzt nicht mehr. Komm, ich bring das zu Moxie, okay? Ja, ja. Du Moxie! Mit deiner Moxie! Moxie. Du willst doch nur wieder an die Automaten. Du willst nur an ihre Hebel. Moxie. Hallo Moxie. Spielen. Hier ist Ruby. So, was haben wir hier? Schlecht. Wenn die Pistole scheiße ist. Oh Gott, die Pistole ist scheiße. Schlecht. So, so schlecht. Oder eventuell besser als meine alte. 83-19. 86,6, schlecht. Und jetzt? Man sagt, mit Geld kann man keine Liebe kaufen, aber es ist ein verdammt guter Ersatz. Gut, Mordecai mag anderer Meinung sein. Auf! Ich habe ihm tonnenweise Waffen und Geld für den Sieg im Underdome geboten, aber er wollte nicht. Hätte ich einen Penny für jedes Mal, wo er mich gefragt hat, ob ich mit ihm durchbrenne? Dann bräuchte ich dieses Trinkgeldglas nicht. So will viel ich mit mir reden. Zocker. Was haben wir denn hier noch? Bin ich blöd? Ah. Das war ja mal ein Reinfall. Ah! Verpiss dich! Sonst Erkasken. Oh! Das habe ich bis hier gehört. Oh, hör auf da zu klopfen.
Nice. Roland? Neue Waffe. Rack. Hätte nie gedacht, je wieder hier zu sein. Hat das aufgehoben. Das ist erst der Anfang. Jeder Hyperion-Drecksack wird für Bloodwing büßen. Ja, jeder doch, die Waffe ist ganz hübsch. Waffe? Von hier. Die man kriegt von Mordecai. Für irgendeine Quest habe ich die jetzt... Ach nee, die ist... Oder? Doch, die ist besser. Naja, nicht so zielgenau, aber... wo ist sie denn, das Hübsche? Da! Ja, doch, die Waffe ist ganz hübsch. Ich glaube, das ist die Waffe, die der genutzt hat auf dem Hügel. Ich sterbe höchst selten, wenn die laut ist, dann weißt du's. Erhöht Stabilität. So, wo... Da. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man durch die Tür kommt, die sich nur für Jack öffnet. Entschuldigt die Störung, aber die Zeit drängt. Kapitel 13. Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. So ungern ich's auch zugebe. Angel ist die beste Hilfe, die wir haben. Du weißt ja schon, dass du ihr nicht trauen kannst, aber... Sei vorsichtig. Okay. Boah, jede Menge neue Quests. Ja. Iridium. Bei dir in der Nähe sind zwei Quests. Ich komme da mal ein Stück hin. Moxys Schuppen. Haben wir zwei Stücke. Ah! Ich bin immer noch dran da. Was willst du denn? Willst du mir helfen? Als ich mit dem Schluss gemacht habe, hat Jack meinen Underdome zerstört. Und jetzt will er seine eigene Arena bauen, nur um mir eins auszuwischen. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Bauprojekts. Alles klar. Wie viel Geld habe ich noch, wenn du das mitzuspielst? Wo ist die andere Quest, die Quest? Was zur Hölle? Marcus. Frag okay. Marcus, okay, können wir machen. Wenn wir schon mal hier sind. Das sind so kleine Quests, die ich mag an dem Spiel, die so nur ganz kurz sind, weißt du? Hin und her rennen. Mal was erleben! Du bist selber ein Schild. Jetzt habe ich es dem gegeben. Jetzt habe ich es dem so übel gegeben. Der Toll schon wieder verbuggt. Wenn das Geld stimmt, dann rettet er mir mein Leben. Ich wusste, ich hatte nicht das letzte Mal von dieser Waffe gehört. Prima Kanone, aber sie ist verflucht. Hab sie einem Bandit namens Horace weiterverkauft. Verfluchte Banditen. Och nö, jetzt müssen wir wieder nach Drast. Ist das alles, was du dazu sagst? Ja. Gut, dann gehe ich mal zu den anderen beiden Dingelchen. Und ich gehe meinen neuen Skin angucken. Ich gucke, ob hier offen ist. Es wird aber nicht offen sein. Geh mir aus dem Weg, du. Oh, du hast schon wieder genommen. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Okay, red mit mir, Brick. Ich habe eine neue Mission für dich. Alles klar, was hast du zu tun? Ich bleibe auf absehbare Zeit in Sanctuary, aber du müsstest was für meine Slabs in Thousand Cuts erledigen. Triff dich mit Rocco. Er ist ein absoluter Vollidiot. Aber wenigstens wird er nicht versuchen, dich zu killen. Okay. Soll ich die Hauptquest auch annehmen? Ich habe jetzt einen Kopf genommen, der zu meinem T-Shirt passt. So was ist? Obwohl... Moment. Na, wir haben... Ach so, wir haben schon wieder... eine Hauptmission. Bist du dann auch eine Hauptmission oder was bist du hier jetzt? Hier, jetzt red mal mit mir, meine Kleine. Ich hab was Neues für dich. Propaganda ist scheiße. Das klingt doch gut.
Jack bombardiert sämtliche 6 Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen, die er gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Leih dir Moxis Camcorder. Das wird dich freuen. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Hm? Wir müssen zu Moxi. Moxi! Moxi in der Dose. Du, weißt du, wo ich hin muss? Zum Moxi. Wer ist mein Radio? Au ja, das ist eine gute Idee. Zach. Ausverkauf. Eine Dusch hier. Erzähl keinem, wo du das her hast. Wunderbar. Komm ja nicht wieder. Ja, ich gehe schon. Ich will an den Automaten, Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. So, hier habe ich ein bisschen Geld. Gleich nachts. Meine. Hilfe! Ich leihe sie dir unter einem Film. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosion. Am besten beides. Ja, beides. Wo haben wir das gute Stück? Hier haben wir es. Das nehme ich anstelle von Lister. Bring diese Kamera nach Opportunity. Und schau dir auf keinen Fall Moxis Aufnahmen an. Es gab eine Zeit, da wäre ich mit dir im vordersten Front gestanden und hätte gegen Checks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder und... Hier, das ist nicht meine Lieblingswaffe, aber sie könnte dir nützlich sein. Und, was hast du bekommen? Ah. Nee. Ah, da. Gefunden. What the fuck? Die hat ja mal ein lustiges... Ey, da ist Moxi drauf. Ich hab ne Moxi-Waffe. Die schwingen große Reden von wegen die Wildnis aufräumen und Pandora zivilisieren. Aber am Ende geht's doch nur um zweierlei. Kohle und Kontrolle. Und Hyperion will beides. Was denn? Kohle und Kontrolle? Trinkgeld ist immer gut. Gibst du 100 oder 1000? 1000. Mit dem Job, den ich dir gegeben habe. Ja, ja. Kann man... Warte mal, der hat doch gesagt, guckt auf keinen Fall die Aufnahmen von Moxi an. Kann man die angucken? Oh, Badass-Token-Punkte. Oh, habe ich auch welche? Na, natürlich nicht. Was habe ich denn hier noch so für... Habe ich noch unerledigte Sachen? Ja, hier. Töte Feinde durch Powerslides mit einem Fahrzeug. Hm, müsste man mal machen. Boah, ich habe noch so viele Sachen, die ich machen müsste. Naja. Da zocke ich hier lieber weiter. Schlecht. Brauchst du eine SMG? Nö. Ich habe eine Moxi-SMG, die ist lustig. Ich will die mir im Inventar anschauen. Eve. Mad Moxie. Ja doch, die Waffe sieht schon hübsch aus. Und die macht auch ordentlich Schaden. Ja komm, ich habe keine Lust mehr zu spielen. Aber ich... Ah, schade, noch eins mehr und ich hätte Frieden. Gesegnet, Kammerjäger. Was geht mit der? Danke, dass du mich gerettet hast. Ich wollte wahrlich nicht lebendig verbrennen. Danke, dass du Clayton getötet hast. Wer ist Clayton? Ich kann mich gar nicht an den Namen erinnern. Hat jemand die Uhrzeit? Clayton. Ich kenne die alle gar nicht. So, warte. Achso, da war ich ja schon, okay. Der hat gesagt, hier läuft eine Claptrap-Einheit rum. Lol. Die erkundigt sich nach dir. Soll man suchen? Ja.
Suche! Claptrap-Einheit! Claptrap-Apple. Was Neues? Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist! Ja, leg los. Sicherheitskräfte haben heute einen neuerlichen Angriff des Slap-Banditen-Clans unternommen. Cool, Peter! Peter, Klasse! Unter ihrem Anführer Brick entstanden einige Monate nach der Befreiung von New Haven. Ja! Zu den erklärten Zielen der Gruppe gehört nach wie vor nochmal Jack zu ermorden. Kuh und dann auf die Hand schlagen mit Nahkampf. Nach den heutigen Angriffen wurde das Kopfgeld für den Banditen Brick erheblich erhöht. Mehr dazu in ihren örtlichen Hyperion. Endlich klappt's. Ich hab Spaß. Oh, jetzt hör doch mal auf hier zu klopfen. So, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu Borderlands 2. Macht es gut. Tschüss. Tschüsschen.